Willkommen bei Gamma Tim Drake. Vom ersten richtigen Date mit MJ. Und wir schauen uns einmal alle gesammelten Rucksäcke an mit den Kommentaren vom Spider-Man. Meine verletzte Schulter war schnell verheilt. Länger dauerte es, bis die Rechnung bezahlt war. Harrys VIP-Karte für den Nachtclub. Er wollte mich immer einbeziehen. Ich habe nur seinen Ballon vor dem Wegfliegen gerettet und er hat mir das gemacht. Auf die kleinen Dinge kommt es an. Plüsch-Spider! Ein Spielzeughersteller hat diesen Prototypen hergestellt und will eine Lizenz von mir. Leider müsste ich meine Identität preisgeben, um Geld zu bekommen. Ein Besucherausweis von Oscorp, als ich mich vorgestellt habe. Die hätten gut bezahlt, aber bei Dr. Octavius hatte ich die Chance, wirklich etwas zu bewegen. Komisch. Meine Höhenangst ist geblieben, als ich meine Kräfte bekam. Ich musste erst an die Spitze des Empire State Buildings klettern. Ich dachte, mit Netzschwingen liefert man Pizzas schneller aus. Und das ist auch so. Schnell und zerquetscht. Meine Unterarmnetze. Ich dachte, ich könnte auf kurze Entfernung schneller gleiten, aber sie haben nie richtig funktioniert, sahen aber cool aus. Meine Abschlussballblume ging im Kampf mit Fisk kaputt. Symbolisiert ein bisschen mein Glück in der Liebe. Hey, meine Mark One-Netzschießer! Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Bei Observierungen muss ich doch was zu tun haben. Den Wrestler habe ich mit meinen neuen Kräften besiegt. Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Und seitdem auch nicht. Wenn ich das öffne, kommt vielleicht der Sandmann raus. Aber ich muss das auch nicht wissen. Hey, meine erste Kamera. Ich hatte sie vom Flohmarkt. Sie braucht noch Filme. Das gab mir Jameson bei seiner Abschiedsparty im Bugle. Ich dachte, niemand würde seine Talkshow hören. Falsch gedacht. Oh Mann! Ich wollte das Sportshirt waschen. Vor 6 Jahren. Puh! Das letzte Baseballspiel, bei dem ich mit Onkel Ben war. Das will ich rahmen lassen. Ich wäre für seinen Rat jetzt wirklich dankbar. Die Bewerbung bei Coffee Bean habe ich nie fertig gemacht. Da hätte ich mehr verdient als jetzt. Ich hätte fast diese Schneekugel für Tante May vergessen. Die Liebe zu der Stadt habe ich von ihr. Ich konnte dem Prototyp des Spider-Tracers nie genug Reichweite geben. Aber ich habe die Technik in meine Netzfallen übernommen und da ist sie sehr nützlich. Der Artikel, der Spider-Man die Schuld dafür gibt, dass Electro Cops getötet hat, das war der Gipfel. Ich musste als Fotograf aufhören, sonst hätte ich Jameson geholfen, Lügen über mich zu drucken. Captain Watanabe hat mir ihre Handynummer gegeben, als sie mir endlich vertraut hat. Sie riskiert viel. Wenn bekannt wird, dass sie mir hilft, verliert sie ihren Job. Rhino hat mich fast getötet, bis ich ihm den Hornsplitter abgebrochen habe. Dann wusste ich, woraus sein Kostüm war. War trotzdem nicht einfach, ihn zu schlagen. Mein Rücken tut weh, wenn ich nur daran denke. Ach ja, der Blinde gab mir seine Karte, falls Spider-Man mal einen Anwalt braucht. Moment, wenn er blind war, woher wusste er, dass ich Spider-Man bin? Als Vulture meine Augenlinse zerbrochen hat, war ich fast blind. Das war ein Alarmsignal. Hab auf ein härteres Material aufgerüstet. Die Ampulle mit Lizards Blut. Damit mixte ich ein Heilmittel, das ihn in Dr. Connors zurückverwandelte. Leider hat es nicht lang gewirkt. Ich fing mir eine Kugel von den Cops ein, als sie dachten, ich mache mit Electro gemeinsame Sache. Gut, dass Schulbücher so dick sind, aber schade, dass sie so viel kosten. Fisk hat mich damit ordentlich verprügelt. Ich hätte sie fast als Beweismittel benutzt. Aber MJ meinte, das sei Hausfriedensbruch und ich würde im Knast landen. Typisches Parker-Glück. Als MJ und ich uns um den Mietvertrag beworben haben, dachte ich, wir ziehen zusammen ein. Stattdessen haben wir uns getrennt. Ich bin manchmal echt blind. Meine Abschlussarbeit in Neurotechnologie. Deswegen habe ich den Job bei Dr. Octavius bekommen. Das Stück von Shockers Originaluniform zeigte mir, wie ich mich vor den Druckwellen schützen konnte. Natürlich hat er es dann geändert.
MJ hat diesen Artikel in der Schülerzeitung über Studentenproteste geschrieben. Sie war schon damals eine tolle Journalistin. Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Warum fühlt sich das nie so an? Oh, die Viel-Glück-Karte vom Daily Bugle, als ich von dort zur Forschung gewechselt habe. Wirklich tolle Leute da. Und Jameson. Angeblich hat Fisk sein Vermögen mit diesen Gewürzen verdient. Sie sind gut, aber nicht so gut. Irgendwann erfinde ich einen Stoff, der Klang- und Lichtwellen deformiert. Ein Tarnanzug wäre sehr praktisch. Dieses Stück von Mysterious Helm war die Inspiration für meine Linsen. Los, zeig mich an, Goldfischglas. Keine Ahnung, wer diesen Comic von mir gemacht hat. Da hat jemand Talent. Verworfene Kostümentwürfe. Nicht schlecht, aber die weiße Spinne war der richtige Weg. Spidey Squad. Mein einziger Fanclub. Wenn Jameson auf mich losgeht, denke ich an sie. Das hilft. Ich mixte einen Netzflüssigkeitsprototyp bei Oscorp, als Harry sein Praktikum dort machte. Hat nicht geklappt. Ich hatte immer Pech dort. Der Störsender, um Vultures Flügel lahmzulegen. Er hat sie danach leider optimiert. Dieses alte Handy habe ich echt ausgeschlachtet. Was könnte ich alles mit einem richtigen Budget erreichen? Stattdessen suche ich im Müll. Nachdem ich meine Kräfte hatte, brauchte ich keine Brille mehr. Hab allen gesagt, ich hätte mit dem Geld von Fisks Preis meine Augen lasern lassen. Mein Wilson-Fisk-Wissenschaftspreis. Und der Scheck. Ich konnte ihn nicht ablehnen, ohne Verdacht zu erregen, aber auf keinen Fall wollte ich sein Geld. Obwohl wir es hätten brauchen können. Die lebenslange Versorgung mit Rucksäcken habe ich akzeptiert. Vielleicht hilft mir das bei meiner Work-Life-Balance. Aber ich habe keine Zeit zum Lesen. Das berüchtigte Knödelrezept. Da hätte stehen müssen, Punkt 10. Versuchen Sie, MJs Wohnung nicht abzufackeln. Das berüchtigte Knödelrezept. Da hätte stehen müssen, Punkt 10. Versuchen. Den Taschenrechner habe ich gebraucht im Pfandhaus gekauft. Mitten in einer Matheprüfung hat er den Geist aufgegeben. Was nichts kostet, ist nichts. Superhelden haben nicht viel Zeit für Körperpflege. Immer im Stress. Alle wissen, dass meine Eltern bei einem Flugzeugabsturz umgekommen sind. Aber ich kann noch niemandem erzählen, dass sie Regierungsagenten waren. Ich würde gern mehr über sie wissen. Ich wünschte, jemand wüsste was. Tante Mays Rezept für Pfannkuchen. Die haben bei mir nie geklappt. Mein ESU-Ausweis vom Semester als Dozent. Hatte keine Zeit weiterzumachen, aber ich könnte mir das definitiv vorstellen. Hab die Elektrikerhandschuhe in meinem ersten Kampf gegen Elektro benutzt. Daher habe ich die Idee, mein Kostüm zu isolieren. Und das hat mir nicht nur einmal den Hintern gerettet. Das Spider-Signal. Coole Idee, aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber irgendwann